Wir starten direkt in den Fight hinein. Ich habe ein bisschen schon gelootet hier. Drachenklaue. Wo rennst du hin? Ach komm schon. Oh, er hat den Quick Jump Weg gefunden Ich bin drüber. direkt hinter Oh dir. nein. Okay, es steckt hier. Das schaut mehr Leben zu haben als das andere, was wir gerade gekämpft haben. Mein Schwert habe ich ein bisschen verbessert. Das wird gleich gebraucht. Aber zuerst wird dem Viech mal in den Rücken geschossen, während Frank tankt. Da ich nicht zu nahe kommen will. Das Ding macht Schaden. Oh nein, wo ist Frank hin? Okay, es ist wieder draußen. Gute Arbeit, Frank. Gegen die macht er gute Arbeit. Gegen alles, was fliegt, da wäre wahrscheinlich Crony besser. Nice. Hat sich schon ausgezahlt. Auf den Frank. Da wird nichts schlafen. Eine Nebenquest gibt es hier auch. Ein Passwort zu finden. Kann sein, dass es in einem der Tresoren, bei denen ich nicht reingekommen liegt. Ansonsten haben wir hier noch einen Huhn. Das wir gleich bekämpfen werden. Das wird wahrscheinlich in einem der Tresore liegen. Okay. Das hatte Reichweite gerade, das Teil. Das hat Frank auch gleich weggemacht. Der Doppelschlag von dem Viech ist gefährlich. Habe ich schon wieder fast alle Tränke aufgebraucht. Ja. Aber ich habe mir nochmal die Logs durchgelesen. Kein Passwort gefunden. Das heißt, die anderen Saves müsste ich wahrscheinlich auch aufhacken. Dafür bin ich nicht gut genug. Wer hätte es gedacht? Also gehen wir mal weiter und behalten im Hinterkopf, dass ich nochmal irgendwas hacken muss in Zukunft hier, falls meine Hackfähigkeiten besser werden. Das schaut doch nach einer fetten Stadt aus. Da werden wir gleich runterschauen, was da unten gibt. Zuerst mal. Okay, da haben wir wieder Viecher, die wir bekämpfen können. Schakal, was soll ich da? Machen wir Schakal zuerst weg. Da drüben. Nee. Sag bloß, du hast was gesehen hier. Der scheint tanken, guter Mann. Okay, rein mit der Nahkampfwaffe. Wenn es am Boden liegt, das Ding. Oh, die ist mit dem Busch gestorben. Das ist mein letztes Stück Fleisch. Rohes Fleisch. Das müsste eigentlich sich jetzt ausgehen mit dem Fleisch. Okay, ich bin umsonst hier raufgehupft. Ja, reden wir mit Frank mal. Hier hast du deine 10 Stücke rohes Fleisch. Sehr gut, dann können wir sie verteilen. Ja, und am besten unter den Leuten, die uns nahestehen, damit es sich auch lohnt. Wen würdest du empfehlen? Tialk ist ein starker Krieger. Gegen Fleisch wird er sicher nichts einzuwenden haben. Mag sein, aber besonders bedürftig sollte er nicht sein. Wie auch immer. Wer noch? Wie wäre es mit den Jägern, die sich um die Versorgung der Bastion kümmern? Moment, wenn jemand selbst an Fleisch herankommt, dann sind es Jäger. Ja, aber du ersparst ihnen einen Teil ihrer Arbeit, wenn du ihnen Fleisch bringst. Ah ja, und das wäre dann wieder selbstlos, nicht wahr? Du sagst es. Was ist mit Fox? Der ist auch Jäger? Schon, aber da erntest du vermutlich nur dumme Sprüche. Das würde dich nur irritieren. Es gibt bestimmt auch noch eine Menge anderer Kandidaten, aber... Also meine Kampfdrohne ist beispielsweise kein guter Kandidat. Dann kannst du das Zeug lieber behalten. Wer weiß, vielleicht ist ja genau das die Erfahrung, die ich suche. Ich würde sagen, wir nehmen erst einmal die, die wir gerade aufgezählt haben. Das wird schon reichen.
Großartig. Dann lass uns doch gleich beginnen. Nein. Uns? Es ist dein Experiment. Das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob ich den richtigen Ton finde. Ich hätte bei der Aktion dann doch lieber meinen Mentor dabei. Ja, klar, wie du meinst. Ich führe dich zu ihnen. Vielen Dank. Da fühle ich mich doch gleich viel zuversichtlicher. Nicht gleich, bitte. Okay, passt. Zuerst müssen wir hier weitermachen. Komm her, du Bastard. War das ein One-Shot? Na, schau. Es ist schon bezeichnend, dass äußere Einflüsse das Leben nachhaltig beeinflussen. Wie meinst du das? Der Meteorit. Wäre er nicht gekommen, hätte die Entwicklung der Menschheit einen anderen Verlauf genommen. Richtig. Und wir zwei wären nicht hier. Unter dem Gesichtspunkt bin ich... Schaut doch nach Ablaus aus da drin. Unter dem Gesichtspunkt bin ich froh, die Folge einer Katastrophe zu sein. Das sind wir nur die gleichen Schwachen. Was für ein Snap. Das können. Wenn ich gleich wieder bei Call of Duty anfange zu snipen. Mit den Ambus-Skills. Das ist doch Outlaw-Lager. Das riecht doch nach Outlaws. Kale. Au. Alles One-Shot. Wenn das doch nicht Outlaws ist. Warum ist sie echt so leicht? Riecht sie das? Riecht nach Outlaws. Morgen sollten in einer Grotte sein. Die Techniker, die Kleriker werden sicher nicht sein. Es schaut ab echt aus. Ist der mittendrin? Der ist doch gefangen genommen. Der ist doch gefangen genommen worden. Ja. Schaut so ein. Was bist du? Ein Kriter? Danke, Arsfresser. Ein toter Arsfresser. Solange kein Arschkriecher ist. Oh, ist ja easy hier. Ja, schauen wir mal darauf zuerst. Wenn wir hier schon durchflitzen. Daneben. So viel gratis Fleisch. Nee, das brauchen wir nicht, wenn ja alles sowieso One-Shot ist. Boom! Da hat er fett ausgeholt. Gute Arbeit, Jax. Jax Bastiere und Xarko. So. Wieder die Lowflyers. Ah, das brauchen wir nicht. Du willst doch nicht wegrennen. Nee, passt. So wie es hier ausschaut, hätte ich da zuerst mal hinrennen müssen. Weil es so leicht ist, hier alles zu killen. Nein, das Sofa brauchen wir nicht. Klebeband, das brauchen wir. Da steht Kaya drauf, habe ich gehört. Never mind. Ah, naja, ja. Ich kann ruhig noch komischer werden, so weiter ich in diesem Playthrough drin bin. Weil dann sowieso immer weniger Leute zuschauen werden. Normal so bei Playthroughs. Oh, komm schon, was stimmt mit dir nicht? Ach, Klimmzüge kann er wenden.
Ich habe dunkles Elex da oben gesehen, aber mit meinen derzeitigen. Ja, ich bin wahrscheinlich überladen. Okay. Einfach runter. Da könnte man Klaas die Zähne vom König der Löwen nachstellen. Wenn mir das Kopf im Lied liegen würde, das Lied im Kopf liegen würde, würde ich das natürlich machen. Dann halt nichts trinken. Ratte muss sterben. Ja, das ist eine ganz perverse Ratte. Oh. Ja, was haben wir hier noch von Loot? Treibstoff. Wahrscheinlich einfach die ganze Muskelmasse, die Jax aufgebaut hat. Deswegen fliege ich nicht mehr so hoch. Die ganze Muskelmasse, die Stärke. Er kickt einfach mal die Ratte rum. Den müsste ich eigentlich verschonen. Er gehört in mein Team. Oh, Ratten töten. Oh, das mag ich. Ja. Er scheint gefangen zu sein, der Typ da drin. Dann müssen wir bei den Outlaws wahrscheinlich wieder wen freikaufen. Okay, genug. Ungeziefer getötet, weil mehr ist es eh nicht. Schauen wir mal, was die Outlaws zu mir sagen. Würde mich echt überraschen, wenn es doch keine Outlaws sind. Einfach. Dunkles Mana. Ein bisschen dunkles Mana. Ein bisschen das Video like. Oh, ich weiß gar nicht, von wo die Stimme ist. Singt das von South Park wahrscheinlich. Du kannst durch. Oh, was? Warum quatschst du mich an? Willst du nicht die Stadt ansehen? Was? Keine Kontrolle? Hör zu, ein lila Arsch hast du nicht. Bestechen brauchst du mich nicht und mehr sagen muss ich nicht. Also schwör. Was? Was? Nee. Na dann. Grüß ein paar Miezen von mir. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Hier, dein Spielgeld. Was? Du schenkst mir Elixid? Einfach so? Ich nicht. Hector hat angewiesen, dass jeder Besucher einen Beutel kriegt. Muss wohl besoffen gewesen sein, als er das entschieden hat. Kannst dich ja bei ihm bedanken, nur musst du dafür deinen Arsch in den oberen Distrikt bekommen. Und der ist abgeriegelt. Der auch. Wie komme ich in den oberen Distrikt? Zu Fuß. Ich will wissen, was ich tun muss, damit man mich vorbeilässt. Oh. Wenn ich das wüsste, dann würde ich hier nicht stehen. Eine große Hilfe bist du nicht gerade. Nee, lass. Mann, frag Xander. Der bewacht den Zugang. Eine coole Sau da. Lieblingswache, jetzt schon. Wo bin ich hier überhaupt? Du kommst den ganzen Weg und weißt nicht, wo du hier bist? Was bist du denn für ein Vogel? Das hier ist die Kraterstadt. Die Stadt der echten Outlaws. Nicht die dieser Arschkriecher, die sich den Berserkern angeschlossen haben. Hier hat Baxter das Sagen. Du kennst ihn vielleicht als Baxter den Blutigen. Sonst noch Fragen? Gibt es hier keine Regeln, die du mir erklären musst? Hör mal zu, Freundchen. Du bist hier bei den Outlaws. Wir stehen nicht so auf Regeln. Wenn du hier was klaust oder so, solltest du besser aufpassen, dass dich dabei niemand sieht. Ansonsten könntest du dich schnell ohne Kopf wiederfinden. Habt ihr keine Stadtwachen? Du bist witzig. Wir haben nicht mal Gesetze. Da fällt mir ein, ganz stimmt das nicht. Der obere Distrikt ist für Außenseiter gesperrt. Wir wissen. Aber da willst du eh nicht hin. Glaub mir. Alles, was Spaß macht, ist hier unten. Eins noch. Auch wenn du in der Stadt dein eigener Herr bist, mach keinen Ärger. Nicht, dass es mich jucken würde, dir die Fresse zu polieren, aber das muss ja nicht sein. Also, viel Spaß. Cooler Typ. Gibt's ja nicht, dass die
der Serka am unhöflichsten und nervigsten sind bis jetzt. Alles andere noch lässig bis, naja, halb sind eiskalt. Aber das ist cool so. Und wir kriegen schon mal gratis Kanonenmoney. Ah, klettern tut er ja auch extrem langsam. Selbst beim Leiterklettern ist Eloy besser. Unglaublich. Wenn ich eine PS5 hätte, hätte ich wahrscheinlich auch Horizon gespielt. Oh, Loot. Schwer. Leichtes Schloss. Das war wohl nichts. Mal durchfahren. Nein, so. Das war wohl nichts. Auch nicht. Jetzt da. Richtig? Okay. Bin noch immer leicht verwirrt, wie es geht. Einfach nur durchfahren. Outlawhemd. Was? Es gibt mehr Rüstung? Gibt's ja nicht. Pinguine. Könnte von mir sein. Ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Wahrscheinlich hat es zwar gezeichnet, schlecht fotografiert. Das passiert mir auch die ganze Zeit. Das schlechte Fotografieren ruiniert die Bilder meistens. In der Hand schauen sie gut aus, aber sobald sie fotografiert worden sind. Wo ist mir die Rüstung? Ich muss niesen. Sinn des Lebens, den gibt's nicht. Was brauche ich nicht lebende Dinge sehen? Nur tote Dinge will ich sehen. Ah, ja, die Outlaw-Rüstung schaut eigentlich schon besser aus. Schlechter meine ich. Komm schon. Zeig mir, dass ich falsch liege mit deinen Kletterkünsten. Plasmazelle. Ein gratis Bier. Kleiner Heiltrank, den brauchen wir sowieso. Hui. Oh, gratis Loot. So viel gratis Loot in diesem Spiel. Ich könnte gleich auf die nächste Schwierigkeit stellen, wie es ausschaut. Okay. Nicht runterfliegen. Ich glaube, da komme ich nicht von dieser Seite hinein. Doch. Jo. Sie betet mal. Oh, ey. Nein. Verschwinde! So. Endlich habe ich meine Ruhe. Sorry, beim Beten gestört geht gar nicht. Darf ich hier rein? Nein. Du hast ja nicht. Mach das ja nicht nochmal. Okay. Das darf ich aber, oder? Warum leben diese Menschen im Abfall? Statistisch gesehen ist das Infektionsrisiko. Mach das ja nicht nochmal. Die meisten Menschen interessieren sich nicht für Statistiken. Verstehe. Der durch die Interpretation entstehende Energieverbrauch steht in keinem Verhältnis zum Resultat. Wieder falsch. Sie würden sagen, es geht Ihnen am Arsch vorbei. Ist notiert. Okay. Könnte leicht sein, dass wir hier einen Ray finden. On the other side of the street I knew. Ray? Schon wieder? Blade? Ich habe dir doch letzte Woche erst 20 Einnahmen gegeben. Der Söldner. Alles klar, Mann? Hey. 100 Splitter für einen Tag. Ab einer Woche gibt's Rabatt. Das Risiko trägst du. Keine Entschädigung bei Unfällen. Aha. Und was genau verhandeln wir gerade? Was glaubst du, bei dir muss ich wohl von vorn anfangen. Ich bin der Typ, der dich unsterblich macht. Trägst du nicht ein bisschen dick auf? Ich saufe, rauche und hab mehr Kerben auf der Flinte, als ein Reißer Zähne hat. Trotzdem stehe ich hier und atme. Also, kommen wir langsam ins Geschäft? Schlechte Frisur hast du auch. Pack deine Sachen, du bist angeheuert. Ich glaube, du hast was falsch verstanden, Bruder. Die Drecksarbeit erledigst du schön selbst. Aber ich kann dir zeigen, wie man's macht. Ich bilde dich aus und verkaufe dir genug Zeug, damit du mehr als einen Tag da draußen überlebst. Meinen Tages- und Wochensatz kennst du ja. Also, steht der Deal? Ich bezweifle, dass du mir etwas Neues beibringen kannst. Verstehe. Bist selbst im Gewerbe. Ein Profi sozusagen. Hör zu, Junge, auch wenn's abgedroschen klingt. Man lernt nie aus.
Und ich bin sicher, ich kenne noch den ein oder anderen Kniff, der dir den Arsch retten wird. Wenn nicht, bleibt dir noch immer die Ware. Oh, bei den Frisuren und Gesichtern haben sie nicht so... Ah. Bring mir etwas bei. Wusste ich doch, dass ich dir noch was zeigen kann. Kannst du? Ich bin wahrscheinlich zu dumm dafür. Schaut nicht so aus. Sechster Sinn. Resistenz, Rüstung. Alles brauche ich Kann der mir alles beibringen einfach? Okay, nee, kann ich nicht. Was hast du auf Lager? Sieh dich um. Das ist ein Shop, machen wir später. Hast du auch einen Namen? Ich ziehe es vor, keinen zu haben. Ein Name klebt wie Blut an dir, lockt nur die Geier an. Einmal nicht aufgepasst und du stehst auf einer beschissenen Liste. Wer im Schatten bleibt, verbrennt sich nicht den Schädel. Okay. Wen haben wir sonst noch hier? Ob das rein. Huch, ich habe dich gar nicht bemerkt. Sag, wie kann ich dir helfen? Wenn du eine Auskunft brauchst, bist du woanders besser aufgehoben. Ich kenne mich nur ein wenig im Schieberdistrikt aus. Interessante Rüstung. Was machst du hier? Verzeih, aber das möchte ich für mich behalten. Kommen wir lieber auf das zu sprechen, was auch dir helfen wird. Ich handle mit ein paar Gegenständen. Warum schaust du dich nicht um? Vielleicht findest du ja etwas Brauchbares. Später. Machen die Outlaws dir keine Probleme? Nein. Ich stehe sozusagen unter besonderem Schutz. Irgendwelche Übergriffe muss ich also nicht befürchten. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich mir alles herausnehmen kann. Ich gebe mir einfach Mühe, nicht negativ aufzufallen. Aber auch darüber möchte ich nicht reden. Du willst doch sicher noch eines von meinen Stücken kaufen. Greif also zu, bevor es ein anderer tut. Warum sie wohl Spezialschutz bekommt? Da darf ich sicher nicht rein. Ja, das Schloss kann ich sowieso nicht knacken. Ah, sie hat keine Probleme damit. Da ist noch wer zum Reden. Was gibt's, Mann? Siehst du nicht, dass ich mich unterhalte? Verpiss dich, du Penner! Es wird immer schwerer, dafür zu sorgen, dass du und dein Geschäft vor Verbrechern sicher sind. Das heißt, die Preise für diesen Schutz steigen leider auch. Ich glaube wirklich nicht, dass ich zu viel verlange. Ich weiß, dass du ein paar reiche Kunden hattest. Da sind 800 Elexit doch wirklich nicht zu viel verlangt. Das ist über die Hälfte meiner Einnahmen. Das kann nicht dein Ernst sein. Hör zu, nochmal ganz langsam. Du bezahlst den Blade und er sorgt dafür, dass du nächste Woche überhaupt Einnahmen hast. Der Blade kann seinen Schutz auch einstellen und dich den Verbrechern überlassen. Schon gut, ich zahle ja. Ich wusste doch, du bist ein kluges Mädchen. Wir sehen uns dann nächste Woche. Kommen wir zu dir. Wie kann ich dir helfen? Ich habe einige neue Tränke reinbekommen. Willst du dir meine Waren mal ansehen? Du schaust müde aus. Ich will den Blade bestechen. Nein. Niederstampfen. Ich habe dein Gespräch mit diesem Blade mitbekommen. Hast du Probleme? Ja, das ist eine Geschichte für sich. Weißt du, vor einiger Zeit wurde mir die Hälfte meiner Waren gestohlen. Und am nächsten Tag kam dieser Typ an. Wollte Splitter, um mich zu beschützen. Es ist kein Geheimnis, dass er selbst die Leute beklaut und Geschäfte verwüstet, nur um sich dann für seinen Schutz bezahlen zu lassen. Ja, der wird verdroschen. Dem Typen sollte mal jemand eine Abreibung verpassen. Wem sagst du das? Alles, was ich machen könnte, wäre eine eigene Wache anzuheuern. Aber das kann ich mir nicht leisten. Nicht mit dem ganzen Schutzgeld, das ich an Blade zahlen muss. Ich könnte mich für dich um diesen Blade kümmern. Wie ich dir bereits sagte, ich kann mir niemanden leisten. Oder nimmst du keine Splitter? Ein ordentlicher Schutz sollte dir auch etwas wert sein. Ach komm schon. Du bist kein Deut besser als Blade. Willst du etwa, dass ich einen Schutzgelderpresser durch einen anderen ersetze? Ich bin ein Assassine. Kein Assassine.
Deine Entscheidung. Ich kann dich auch Blade überlassen. Nein, ich... Schon gut. Du bekommst deine Splitter. Schaff ihn mir nur vom Hals, ja? Assi und Assine. Assassine. Assassin. Klingt in Englisch viel besser. Wo finde ich Blade? Der stolziert hier durch die Stadt und pöbelt die Leute an. Früher oder später wirst du ihm bestimmt über den Weg laufen. Er war gerade hier. Was soll ich mit Blade machen? Willst du dein Geld zurück? Nein, ich will nur, dass er mich in Frieden lässt. Aber sei vorsichtig, wenn du dich mit ihm anlegst. Es gibt einen Grund, warum ihn jeder mit seiner Tour durchkommen lässt. Er mag nicht viel können, aber eins kann er sicher. Kämpfen. Fulminant. Ah. Fulminant. Ist das Blade? Da ist er ja. Blade hat jetzt keine Zeit für irgendwelche Penner. Verzieh dich. Wie hast du mich gerade genannt? Was? Penner? Was willst du dagegen machen, du Penner? Ich glaube, ich hau dir erstmal ein paar aufs Maul. Du Würstchen denkst echt, du kannst es mit mir aufnehmen? Mit jemandem wie dir habe ich kein Erbarmen. Mach dich bereit zu sterben! Lass die Fetzen fliegen! Ich hau mir dann einen Energy Drink zuerst rein. Einfach dodgen, einfach dodgen. Fantastisch. Scheiße, Mann. Noch ein paar Schläge mehr und ich wäre wohl nicht mehr so schnell aufgestanden. Was willst du eigentlich? Nichts. Ich hatte nur Lust, mich mal zu prügeln. Ach, zu der Sorte gehörst du. Dann sind wir ja jetzt quitt. Ich will, dass du Vicky in Ruhe lässt. Vicky? Vicky? Wer war das noch gleich? Ach, du meinst die dumme Schlampe, die ihre Schulden nicht ordentlich bezahlt? Und jetzt schickt sie dich, um mir eine aufs Maul zu geben, oder was? Hab ich doch schon. Oh. Ich hab dich bereits einmal besiegt, ich kann dir auch noch ein paar Schläge verpassen. Jetzt, wo du es sagst, mir schmerzt immer noch der Kiefer. Nee, du, lass mal. Ich habe noch genug andere Einnahmequellen. Da werde ich auf die Kohle von Vicky auch verzichten können. Wenn du weiter nichts wolltest, bin ich mal weg. Wir sehen uns. Hoffentlich nie wieder. Wirst du Vicky jetzt in Ruhe lassen? Scheiße, Mann. Blade gibt sich geschlagen. Das war echt eine fiese Prügel, die du mir da gegeben hast. Darauf kann ich in Zukunft verzichten. Gute Entscheidung. Exzellent. Ja, ich glaube, ich brauche mal ein Bett zum Schlafen. Jo. Blade wird nicht länger Schutzgeld von dir verlangen. Du hast es also echt geschafft. Ich stehe in deiner Schuld. Hier deine Bezahlung. Es gefällt mir zwar nicht, dass ich dir so viel zahlen muss, aber immerhin hast du deinen Job erledigt. Das ist mehr, als ich von anderen behaupten kann. Gern geschehen. Es war mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Wenn du mal wieder in der Gegend bist und was kaufen oder verkaufen willst, du weißt, wo du mich findest. Danke nochmal. Für alles. Fulminant. Fulminant. Machen wir gleich. Du hast doch sicher ein Bett, wo ich schlafen kann. Nein? War doch nicht irgendwo ein Bett auch? Warum habt ihr keine Betten hier? Okay. Ich glaube, da ist ein Bett. Wupp. Dann war's das, glaube ich, mit der Folge. Yep. Folge vorbei. Bis später.